Theatralische Musik! Ja, moin Mittag und guten Abend da draußen und damit herzlich willkommen zurück zu einem vigorischen Mittwoch. Und ja, natürlich mit Vigo und natürlich auch wie immer mit denen. Wartet, ich sag's euch noch nicht. Wir warten so lange, bis er Long. im Fernseher Dong. einbloppt. Vogelmann. Nein, jetzt hast du gespoilert. Du hast voll gespoilert, ja. Ja, Long Dong Vogelmann. Ich wollte dich ankündigen, wenn du im Fernseher einbloppst. Aber du bist noch nicht eingebloppt. Wo bist du denn? Ja, aber mit wem so anderen sollst du außer spielen? Außer mit dem Österreicher, wenn ich nicht da bin? COCs oder mit mir? Du nimmst die Spannung weg. So oder so, mein Freund, ja? Jetzt pass mal auf. So, wo bist du denn? Ich sehe dich gar nicht. Wie blind? Wo bist du denn? Ich sehe ach deinen da, Namen neben nicht. mir. Ah, deine Schrift war Ach da, blau ach ja, und wollte auch gerade sagen, du bist auch und die war neben auf der Jeanshose drauf. Ich habe das nicht gesehen, ne? Ich war dir auch nicht. Gut, Freunde, also, es war wieder ein Update gewesen. Es gibt mittlerweile jetzt auch Erfolge. Und ansonsten muss man auch erstmal, jetzt kann man ja dem vigorischen Team auch mal so langsam Gratulation aussprechen. Denn die Free Days, die am Wochenende waren, die haben sich richtig gelohnt für das Team zumindest. Die haben jetzt auch so ein kleines Screenshots-Bild gemacht. Da waren ordentlich, oh Alter, dieser Bass, ey. Da waren ordentlich viele Leute unterwegs. Die, also ich weiß jetzt gar nicht, wie viele das waren, aber es waren richtig viele, Vogelmann, ich schwöre dir. Hier, was hältst du davon? Zu dem Haus? Ja, sieht gut aus. Na, bist du bereit? Was sagst du zu meiner roten Suomi? Ne? Eklig. Geil, wa? Bist du ein bisschen neidisch, ne? Ja, komplett. Dass er rot ist, stehst du drauf, ne? Ein bisschen. So, komm, lösch schnell hoch zum Haus. Wir wollen das Haus. Was ist denn das, dieses... Was ist denn das für ein Geräusch? Hörst du das? Das ist wie, als ob du ein Eichhörnchen niest. Eichhörnchen. Also, mach ich jetzt offen oder was, ey? Ein Eichhörnchen. Was ist denn das, dieses... Was hast du da für Geräusche? Ich höre gar nichts. Ich habe so ein ganz komisches Tschst. Also die Leute, werden ja sicherlich auch hören. Ich weiß nicht, ob sie eine Aufnahme nicht reden, ist, aber kann ich richtig hören. Keine Ahnung, was das ist für ein Geräusch. Ja, und Vogelmann, man kann jetzt, wenn man Waffe hält, kann man jetzt Luft anhalten. Hm, dass du Bescheid weißt. Klar, das habe ich gelesen. Hast du gelesen? Hat er gelesen? Ich bin gebildet. Guck mich an, ich kann lesen. Irgendwie hat meiner AIDS irgendwie. AIDS ist irgendwie auch neu in dem Spiel. Was ist drin, AIDS? Ja. Warum seit wann gibt's denn AIDS? Ja, ich laufe gerade mal nach so. Also... Oh, wieso riecht das hier nach Toilette? Ey. Oh, es hat sogar ein Riech-Update bekommen, das Arsch. Ja, oder? Geruchsupdate. Laufen wir noch zum Haus? Ich laufe jetzt einfach die erste Linie her, ne? Ja, aber was machst du denn? Ja. Fahr doch nicht so weit weg. Na doch. Aber ich hab die ganze Zeit so ein... Ich weiß nicht, was das ist. Ich hab keine Ahnung, was das ist. Aber ich habe auch noch nichts gelootet, ne? Doch. Ja, nicht. So, null. Ich auch nicht. Nur nicht mal irgendwie so ein Obstbusch. Übrigens, ihr müsst uns immer noch schreiben. Wofür ist das, dass wir das Obst jemanden rüberschicken können? So, du hast es gehört, ja? Ich auch, gut. Das klingt relativ nah, aufpassen. Ich geh mal ein bisschen weiter rechts von dir. Wollen wir das Haus beobachten, oder? Sehen auf dem Berg. Wo? Wo? Ach so, darum gibt es jetzt Anzeigen. Bei 60, 75. Ah. Ich würde gerne in das Haus da reingucken wollen, beziehungsweise das von der Seite sehen, wo die Tür ist, wo man reinkommt. Weißt du? Bleib mal hier. Ich riskiere mal was. Mhm. Ich höre Geräusche. Okay, das bin ich selber. Ach du Weihe. Ja.
schon irgendwas passiert am Haus eigentlich? Also ich sehe nichts. Aber ich weiß, dass welche auf dem Berg stehen. Die auf jeden Fall das Haus im Blickwinkel haben. Okay. Und so wie ich gehört habe, hat da einer eine SKS, also eine Fernwaffe. Ich habe die Omi. Also die Tür ist noch zu. Ich habe die Tür im Blick. Ich würde mich hier auch mal hinlegen. Boah, ich kann die Tür ja echt geil sehen, ne? Oh, scheiße, scheiße. Nee, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Ich mache auch was Riskantes und ich krieche zum Gebüsch hin. Ja, Leute, warum machen wir das und warum looten wir es nicht einfach? Wir haben euch ja letzte Folge gesagt gehabt, wir wollen auch ein bisschen auf Hunterjagd gehen. Und jetzt haben wir gedacht, wir fangen einfach mal direkt so an, die Folge. Wir sind sichtbar, ne? Naja. Scheiße. Vor allem der Sender ist direkt neben uns, ne? Das ist natürlich kacke. Wo ist denn das Grüne? Wir könnten, naja, da ist die Exit Area. Gut, 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 gut. Ey, es will keiner diese Dreckstür aufmachen. Warte, soll ich das Fenster aufmachen? Ja, mach, versuch mal von der Seite ranzukommen. Genau. Wo sollten wir den Loot bekommen? Lass uns den diesmal teilen, Vogelmann. Problem ist, du hast ja oben welche auf dem Berg gesehen gehabt und... Die Tür ist offen gewesen, hier ist schon gelootet. Echt jetzt? Das sind zwei Türen. Oh, geil, super, läuft ja. Guten Tag. Sehr cool. Gut. Ja, jetzt sind wir so lange am Leben geblieben, Vogelmann. Da könnte man eigentlich überlegen, ob wir uns dann die Kistenwesen holen, ne? Weil das Flugzeug kommt ja eh bald. Ja, lass mal hingehen. Ah. Ich habe eh nichts zu verlieren. Nee, deswegen ja. Ich meine, ich würde zwar meine Omi hier verlieren, aber die kann ich ja sowieso dann irgendwann mal craften. Das ist ja... Ich mach mal einen Punkt dahin. Lütte, mach mal. Aber schade, dass er den... also, ja, kann man auch so machen, 1 und 2, ne? Aber ich fand das mit dem farblichen Stern besser, also... Weißt du? Wobei, ich muss ehrlich gestehen, ich finde das so besser. Echt, ja? Naja. Ja, ich, jetzt kommt hier drauf an, wie nah ist man an der Glotze oder nicht, weißt du? Also ich, wenn ich jetzt schnell mich umgucke, und dann muss ich gucken, wo ist jetzt welche Zahl drin. Ah, nein! Oh, okay, Schwein gehabt. Oh! Kurz Panik gehabt. Alter. Fällt er einfach den Berg darunter. Aber null Schaden, ne? Naja, guck dir mal um, Alter. Jetzt überall Schnee und Glatteis. Bin voll weggerutscht. Wieso hätte ich mich ja wesentlich mal halten können? Ach, ich bin Survivor. Survivor heißt immer alleine. Nee, 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 nee. Wie weit müssen wir denn noch? Ein bisschen. Wow, wow, renn! Ich laufe am besten in Schlangenlinien. Ich kann dir nicht sagen, von wo die Schlüssel waren. Ich glaube, hinter uns rechts. Naja, hinter uns auf jeden Fall. Ah, ich komme hier nicht über den Zaun. Okay, was ist das für ein Schneemann? Ich kann den Schneemann kaputt machen, oder? Ah, ich kann die Möhre looten. So, ich leg mir jetzt hier hin. So, wir können rausgehen. Ich hab die Nase vom Schneemann, Alter. Go, go, go. Wo bist denn du? Ach, da. Na, ich bin schon ein krasser Typ, Alter. So, wenn du in die Richtung guckst, guck ich mal am besten so in die andere Richtung, ne? Ein bisschen. Kannst du, siehst du was, wenn du nach oben guckst, wenn das Flugzeug kommt? Nee, ich kann nichts sehen. Nee, ne? Hm. Ah, das ist nicht schlecht, wo ich bin. So, zeig mal her. Wir sind hier. Ich würde sagen, wir nehmen den Ausgang dann hier. Weil dann müssen wir nicht übers Wasser drüber. Der ist zwar ein bisschen weiter weg. Oder halt, wir laufen hier hinten hoch. Wenig! Oder nein, da nicht. Oder den Berg hochlaufen. Oh ja, okay. So. Ich guck mal, ob ich es sehen kann. Ich sehe leider keinen Airdrop. Bitte? Ich sehe keinen Airdrop. Ich sehe auch kein Flugzeug. Scheiße, scheiße, scheiße.
komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Da liegt das am Nebel, Alter. Ey, es ist zu nebelig auf jeden Fall. Es wäre natürlich Alter, kacke, wenn wir jetzt die nicht. Zeit verlieren. Jetzt ist er gelandet. Attacke. Ja, bin auf dem Weg. Dahinter. Wo bist du? Hinter dir. Okay. Wo ist der? Sind da Leute? Das sind Leute. Ja. Boah, meine Waffe schießt wieder automatisch. Das haben sie noch nicht gepatcht. Scheiße. Pass auf, ne? Na, ah, ist natürlich kacke. Wir waren zu langsam. Habe ich noch Schüsse drin? Ja, toll. Jetzt habe ich null Schüsse mehr. Ah, das ist ja kacke. Ich muss weg. Wie, du musst weg? Warum? Ich hab den Airdrop. Alles? Beide? Ich hab einen auf jeden Fall. Und der andere? Ich müsste der andere Typ haben. Ich laufe dem gerade hinterher. Ich guck, ob ich den noch bekomme. Was bin ich selber? Ich werde selber als rot angezeigt. Toll. Alter, ich komme nicht rüber. Und ich hab nicht. 17 Kabel habe ich. Super. Klasse. Also jetzt muss ich hier wissen, unterwegs noch was looten. Aber das ist ja scheiße, warum haben sie denn das noch nicht rausgepatcht? Aber du hast das Problem noch nicht gehabt, ne? Mit den, dass die Waffe sich komplett leer schießt. Nee, also ich habe gerade nur den Typen auf den Kopf gezählt, habe einmal abgedrückt, er ist gestorben, habe ihn ganz kurz gelootet. Und habe ich gesehen, da war nur eine Kiste drin. Okay. Ja, das fickt mich, das hat er ja Kollege schon letzte oder? Folge gehabt. Also das müssen sie unbedingt rauspatchen. Vor allem, dass mir das jetzt auch mit der Omi passiert. Ich meine, komplett 50 Schuss, alles weg. Das ist nicht gut. Nicht gut. Ja gut, dann bring mal die Scheiße für dich raus. Ich könnte höchstens noch jemanden totschlagen, ja. Bist du schon draußen? Nee, ich gehe zum Ausgang. Ich hoffe, da hockt jetzt keiner. Ich brauche jetzt mal kurz Ausdauer, ey. Ich meine, ich kann ja noch mal ins Inventar gucken. Hä? Aber ich habe. Wie kann man nur ins Inventar gucken? Ah, ich habe nur eine Kiste, ja. Was? Naja, kann ja auch nur. Guck mal, wenn du oben Dings guckst, siehst du ja auch zwei Leute, die rennen mit Kisten. Also. Der andere wurde mir angezeigt. Erfolg! Ja, für Kiste rausholen, ne? Mit Abwurf entkommen. So, ich komme auch mal mit raus. Und muss mal meinen coolen Loot sichern hier. Wow! Ach. Ja, du darfst auch nicht vergessen, ne? Ich hab die Möhre vom Schneemann, mein Freund. Ja. Ja. Das ist natürlich ja, viel ja, mehr ja. wert. Da bist du ein bisschen, ich weiß schon, da bist du ein bisschen neidisch. Schon klar. Ja, ich habe extra darauf geachtet, wie viele Kisten er dabei hatte, weil es ja nur einer war. Und ich habe leider zu spät geschaltet, ne? Wegen der Nebel. Ich dachte so, guck erstmal auf den Boden, ob ich Kisten finde, und dann sehe ich da halt zwei Gestalten. Denke mir so, sind das jetzt welche oder sind das jetzt keine? Ach. Das war einfach zu spät geschaltet. So, wir machen gleich die nächste Runde. Oh, ich habe ja noch die Kisten von Boni. Was denn? Was denn? Muss erstmal die Waffe ablenken, die ich noch alles dabei habe. Ach so. Mach das. Dann mach es doch. Ja, scheiße. Nee, ich hab gelogen. Ich hab erstmal die Kiste geöffnet, die ich bekommen habe. Ja, aber du verstehe ich es nicht. Kannst du doch dann immer noch öffnen. Wenn du, auch wenn ich hier drücke. Ach doch. So, los. Schnell. So, Quick Play an. Und jetzt gehe ich nämlich mal ein paar Kisten öffnen. Ich habe ja auch noch ein paar hier. Auf Lager. So, auf jeden Fall zwei Rare Kisten. Hau mal raus hier. RPK. Uiuiui. Und die noch. Na, Pink. Naja, wer es braucht. Neue Begrüßung gibt es auch noch. Das ist ja schon nicht geil. Hier auch wieder Food. 500 Stück. Aber wofür? Wofür kann ich das? Ich weiß es nicht. Jo, bin ich aber recht zufrieden bis jetzt, von den Kisten. Jo, guck
können wir gleich mal gucken, ob wir noch ein Upgrade machen können. Oh, toll, jetzt haben wir was gefunden. Aber das geht jetzt echt schnell, ne? Leute finden. Zum Glück. Aber wir haben Pech, wir haben wieder eine Schneemap, ne? Heute ist Snow Day. Aber ich hoffe am Tag nicht mit Nebel. Na, schauen wir mal. Sanchi wartet wieder auf die anderen Spieler hier, bis sie wieder alle eintreten. So, was haben wir denn heute für Erfolge bei Vigo? Gefahrenzone, Zielübung, Sammler und ein gutes Fundament. Schön. Shame. Warten auf andere Spieler. Wer versteht, was sind da? Können wir mal gucken, was die für Waffen haben. Ach ne, geht ja noch nicht, ne? Erst wenn die so sichtbar sind. Richtig, genau. Ach, da ist der Vogelmann. Ich habe jetzt leider nur 30 Schuss mit, ne? Aber wenn sich meine Waffe eh immer verballert, direkt... Alter, der hat nicht wirklich einen Bauarbeiterhelm. Apropos, hast du mal geguckt, was es jetzt zu kaufen gibt? Wir haben ja noch so ein bisschen Geld, ne? Ach nee, hab ich noch gar nicht. Ja, müssten wir nachher mal gucken, ne? Wir wollten uns ja auch optisch mal eigentlich verändern. Ja, aber ich brauche eine andere Mütze. Ich möchte ein bisschen mit der Mütze abheben. Ja, irgendwie irgendwas Cooles, weißt du? Ah, so, jetzt, ich hab gerade geguckt, so, Thompson, Silber, eigentlich nichts Gefährliches dabei. Ey, der eine hat auch eine rote Omi. Ist natürlich uncool. Kann da nicht genauso wie ich eine rote Omi haben. Hier, ich markiere uns wieder das Haus, ne? So, könnten wir direkt rein. Gerne. So, könnten wir direkt rangehen. Ja, ich glaube, dass der Sound, den ich hier meine, das ist ein Schneebackwort. Das kommt wirklich nur, wenn ich über den Schnee laufe. Dieses Tscht, Tscht. Ja, ja, das ist definitiv noch ein bisschen buggy. Aber es ist ja zum Glück noch nicht die Endfassung vom Update, liebe Freunde draußen. Einmal kommt es noch, wenn es für mich voll released wird. Aber jetzt ist schon mal gut, dass wir klaren Himmel haben. So, was meinst du? Wollen wir die sein, die ins Haus reingehen, oder wollen wir die sein, die draußen hocken? Gute Frage, ne? Müssen wir spontan aus der Situation heraus entscheiden. Mach mal langsam. Was ist los? Ich brauche kurz ein bisschen. Mir hat sich gerade das Lichtfeld ist verändert hier. Alter, dieses geht mir so auf die Eier. Ey, wirklich, dieses... Das ist blöd, das sollen sie wieder wegmachen. Das muss wieder weggepatcht werden. da oben stehen... Oh, da ist schon Feinde jemand drin. Was? Hier sind Feinde. Ja, und warum gehst du jetzt weg? Ah, bei mir! Wie, bei dir? Echt jetzt? Yes. Wir haben versucht, gerade die Tür aufzumachen. Toni, die sieht man mit deiner scheiß roten Waffe im Gebüsch. Die leuchtet voll. Noch haben sie mich nicht gesehen. Ich werde dich rächen, mein Freund. Ich werde dich rächen. Die sind an der Tür, ne? Ich hab deine Waffe. Ich hab dort gerade ein Geräusch gehört. Sind die von der anderen Seite rein, Vogelmann? Die sind unten am Fenster gewesen. Aber die müssen ja auch wieder rauskommen, oder? Links am Haus, ja. Ja, ja. Die müssen doch da wieder rauskommen. Da stürmen doch rein wie ein großer. Und sagt dann: Überraschung! Soll ich das machen? Ich finde, das geht voll in die Hose. Jackie. Du weißt ja genau, dass das in die Hose geht. Du sagst, das ist nicht... Ja, siehst du? Hä? Von wo kam denn der? Ach, hinter mir, guck mal! Das sah so stumpf aus. Ja, es war so eiskalt, oder? Es war einfach nur eiskalt.
So, nächste Runde aber auch wieder ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit. Hä? Ich habe einen Erfolg, Erfolg. Du was? Ja. Todesstrafe. Todesstrafe ist zum ersten Mal gestorben. Oh. Seht ihr, liebe Leute? Wir sind zum ersten Mal gestorben in diesem kompletten Spiel, seit wir spielen. Ja, seitdem wir spielen. Zigtausend Parts und jetzt das erste Mal gestorben. Wir sind schon geile Jungs. So, jetzt habe ich auch das Problem. Sie, haben Sie sich ich kann an Dark Souls nicht mehr oder was? Ich muss wieder auf die Trex Thompson umsteigen, ne? Ich muss ja jetzt gestehen, die Thompson hat mir ja vorhin den Loot gesichert, also jetzt will ich jetzt nicht so einen Hass kriegen. Naja, vielleicht sind jetzt auch, vielleicht durch das Luftanhalten kann natürlich so sein, dass es jetzt alles geiler geworden ist, was. Ich finde das jetzt aber ein bisschen doof gemacht, also. Wieso? Zielen ist mit dem rechten Stick. Ja. Also Ego-Perspektive und ich hätte mehr gewollt, dass sie da Luftanhalten auf den rechten Stick gepackt hätten, anstatt auf den linken. Echt? Warum? Weil ich mit dem rechten Daumen damit. Also ich bin das halt gewohnt, mit dem rechten Daumen zu machen, statt mit dem linken. Okay. So, ich muss auch eine Waffe raussuchen, ja? Na, ich fange jetzt gerade ja erstmal an, so ein paar Waffen zu craften, damit ich, Achso, ich suche erstmal eine Runde, ne? Wäre vielleicht besser. Ist okay, Papa. Hast du schon eine Waffe drinne? Kann ich suchen? Ja, ja, kannst du. Ja, sicher. Gut, ist ja gut. Dann machen wir hier noch Quick Play. Aber eigentlich, nee, wir haben noch eine Runde, machen wir noch. Ja. Eine Runde geht noch, oder was? Hä? Na, aber freilich. Ich habe hier auch nicht mehr zum Craften, wa? Ja, könnte ich noch craften. Ach ja, ich wollte mal gucken, was für neue Klamotten es gibt. Ich muss nämlich richtig viel craften. Wir sind täglich. Oh, geht ja schon wieder los. Alter! Ist doch noch gar nicht Free-to-Play das Spiel und schon. Und jetzt finden wir trotzdem lauter Lobbys. Mensch! Was ist denn hier los? Vogelmann, ich bin ja fast gewillt, dass wir beide jetzt eigentlich mal versuchen sollten, Vigo auch tagsüber zu spielen. Ob das auch klappen wird? Könnte sogar, ja. Könnte passieren, also man weiß es nicht. Man weiß es nicht. So, ich habe die Dümmsten am Start. Scheiße, und jetzt haben wir wieder nicht nach dem Helm geguckt. So, danach guck mal. Ich wollte gucken, aber irgendwie ging es zu schnell. Ja, wir sind es nicht gewohnt, weißt du? So viel Runden hintereinander, so schnell. So, der hat eine Thompson. Ja, die Frage ist, was wollen wir machen? Wollen wir ein bisschen Loot rausholen? Ja, ne? Ja. Damit wir mal da ein bisschen weitermachen, ne? Ja, komm, ich hau auch rein. Los, mal Loot. 350. Mach ich auch nochmal. Ja, komm. 450, Alter. So, und jetzt lass uns einfach nur looten und die Scheiße nach Hause bringen. Ja, ja. Wollte ich gerade sagen, also bei 450%, Alter, dann können wir ruhig wirklich looten. Wo sind wir denn? Looten. Auf der Karte. Ja, oh, passt. Wo sind wir denn? Ich sehe uns nicht. Rechts, am Arsch der Welt. Ach, da, ja. Scout the area to get familiar with it. Don't forget that you might encounter. Das erste, was ich finde, eine Pille. Das ist bitter. Oh, 28 Kabel, Alter. Du Arsch. Warte. Lass uns zusammenbleiben. Vorsicht, denk dran, das Haus da vorne ist immer das beliebteste gewesen. Wollte da von oben direkt starten. Egal, ist alles Bimmelköpfe. So. Oben laufen, laufen sie. Ich sehe sie. Okay, ich leg mich ins Gebüsch. Überraschungseffekt. Achso, du hast schon geschossen. Ne, die haben mich ja auch die ganze Zeit gesehen. Die haben ja schon gelauert. So, wo hast du dich hingelegt? Ich leg mich jetzt hier ins Gebüsch, vor der Tür. Ich liege auch, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich hier gut liege. Weil wenn von unten einer kommt, bin ich auch am Arsch. Zum Glück ist einigermaßen klar. Ey, jetzt gehen wir doch schon wieder in den Krieg. Ach, oh, da kommen noch zwei von oben. Oder sind das die? Auf 30? Ja, sind die höchstwahrscheinlich. Die kommen jetzt zu dir an der Tür. Einen habe ich. Noch einer um die Ecke. Die Waffe scheint auf der Entfernung. Hab ihn. Gut. Ey, die Thompson auf der Entfernung ist so kacke. Hab den anderen gelootet.
Ich sag ja, die PKM ist echt einer der geilsten Waffen, die es gibt. Wie, du hast die PKM? Die habe ich mir jetzt erst gecraftet. Ist die gut, ja? Wie heißt sie? PM63, die meine ich. Ah, okay. Die ist wirklich echt gut, glaub mal. Warte mal, was, das ist die Thompson und das ist, ach, jetzt habe ich die Thompson noch von den anderen Typen. Naja, gut. Hätte er nicht eine geilere Waffe haben können? Na los, komm, wir gehen weiter. Ja, die Thompson halt auf der Entfernung, ne? Die verzieht so dermaßen, also da echt Glückstreffer, ne? Ja, nee, du musst da wirklich in den großen bis mittleren Distanzkampf gehen. Ja. Ach, Menno. Rechts runter? 58 ja, ne? Nägel. Ja, ja, ich brauche noch so ein paar Alltagsgegenstände. Wobei, ich habe viele Waffenteile jetzt, ne? Hey, lass mir auch mal was. Oh, bitte. Munition, immerhin. Aber nur 15. Hatte ich der Burner? Wurde ich angeschossen? Ach so, ich wurde gar nicht getroffen. Puh, Glück gehabt. Nicht so wie das letzte Mal, wo der Herr Toni mich erschossen hat. Ich hab dich nicht erschossen. Die Kugel ist abgebrannt. Ja. War ja schon jemand? Bin mir nicht sicher. Ist das nicht der Ausgang, wo wir gerade hinlaufen? Nee. Nee. Rechts ist die Höhle. Ah, aber du willst jetzt nicht in die Höhle rein, oder? Natürlich! Echt jetzt? Damit unterschreibst du jetzt aber unseren Tod, ne? Lass mich vor, warte. 92 Metal, Alter, leck mich. Metal, Leute! Lass mir aber was in die übrig. Das bringt mir auch nichts, wenn du immer vorrennst und dann aber auch alles wegludest, ne? Also. Kann ich wahr sein? Lass mich vor! Ich will Loot! Ja, geh du vor. Geh du vor. Ich guck erstmal hier um die Ecke. So. Gut, safe. Hier ist noch was zum Looten. Warum stehst du da so komisch? Warte, bis du erschossen wirst. Ah ja, warte mal. Ich trau diesen Dreckstunnel nicht, ne? Alter, hat er ja eine Tür aufgemacht? Hier links ist noch was für dich. So. Boah, Alter, Metall habe ich echt viel. Wollen wir mal zum Ausgang gehen? Ja, ich habe auch extrem viel. Aber ich würde gerne die Waffenteile mitnehmen. Oh, ja. Weg von mir. Ich muss wegen dir immer aufstehen. Echt, ja? Schade eigentlich. Hast du markiert? Tschüss. Was ist denn jetzt da? Bist du bescheuert? Was schießt du denn da in die Richtung, Alter? Ich hab Spaß gemacht. Im Frühtaute Berge, wir ziehen Valhalla. Wir rennen wie Bekloppte im Vigorlala. Es regnet wie die Scheiße. Mein Bildschirm, der wird blau. Oh la la la. Die Ausdauer geht. Keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Es reimt sich einfach nichts auf. Blau. Unabhängig von Sau und Grau und Schlau und Trau und. Aber ansonsten reimt sich gar nichts drauf, wirklich nicht. Mau, genau, dankeschön. Lauf mal. Wir haben es geschafft. Ein bisschen Angst noch den Leuten machen hier. So. Oh, ist so schön. Zeig mal her. Loot nach Hause gebracht. Ja, das Metall hat sich auf jeden Fall gelohnt hier. Das ist nicht schlecht. Komm, hier Kabel auf jeden Fall, ey. So, und jetzt guck mal, jetzt unbedingt gucken erstmal, was können wir hier an Helm kaufen. Bevor wir es vergessen, direkt ran hier. So, wir haben eine Bommelmütze. Naja. Und eine Tasche, die aussieht wie jede andere. Also, das ist jetzt aber. Da greife ich aber noch nicht zu. da bin ich anspruchsvoll. Alter, ich kann da richtig viel upgraden noch. Sehe ich gerade erstmal. Build. Ja, was war denn das? Ach, das war der Scheiß, ne? Das war die Antenne.
Ja, mal hau raus hier. Wie lange dauert das? Steht jetzt Oh, lass wirklich mal ein paar Waffen hier weglegen, Alter. 12 Stunden? Ja, leck mich am Arsch. Boah, 12 Stunden, das Ding. Geil. warte mal, ich muss die ganze Munition hier wegbringen, ey. Und was ist das? Zack, weg. Craft? 3 Machine Guns. Habe ich nicht schon 3 gemacht? Nee, ach so, die. PK, PK, wo bist du? Ich Da, dachte, ich PM hätte 3 Machine 63. Guns gemacht. Na ja, toll. Natürlich ungeil. Ammo, wo ist die Ammo? Da. Hier ist noch Eins, das zwei, G3. G3 drei, habe ich 12 Stück. vier, Ist das G3 geil? fünf. Nee, das fand ich nicht geil. Das ist nicht geil? Nee. Warum nicht? Also, das war nicht meine Waffe. Kannst ja auf dem Schießstand mal testen, aber. Ich hab's halt sehr oft und, ich kann Munition dazu craften, also. Würde ich schon einfach mal Ja. sagen, hau ich mal rein. Ich nehm's mal mit. Ich nehm's mal mit. So, liebe Freunde, und wie die Waffe hier ist, das schauen wir uns dann in der nächsten Folge an. Zum nächsten vigorischen Mittwoch Ach, ist die und Folge schon vorbei? bis dahin, ja, sind schon wieder drüber. Na, wir haben jetzt 3 Runden gespielt, mein Freund. Ganze 3 satte Runden, das ist man gar nicht gewohnt, sonst macht man höchstens anderthalb. Oder gar keine. Ja, oder gar keine und sind nur im Ladebildschirm. Halt, ich bring noch Obst weg. Ha. Ah, stimmt, mache ich jetzt auch. Das mache ich noch schnell, das mache ich noch schnell. Das Kriegst so noch viel Erfolg. Zeit muss ein und hier oben noch Obst wegbringen. Hier, donated, Alter. Bam. Hä? Das hätte. Erfolg. Aber guck mal, da gibt's doch jetzt auch eine Eine Bestenliste. Bestenliste, ja. Wofür? Einfach nur so? Ich bin auf jeden Fall vor dir, das reicht mir. Wieso bist du vor mir? Bist ja nicht vor mir. Du hast 115, ich habe 204. So. Uncool. Also, bis dahin, haut rein. Euer Und das war, Sonnetschi. Nein, wir sehen uns nächste Folge wieder. Danke für eure Unterstützung. Dankeschön wie immer für Like, Abos, Käsekuchen und wie immer Dankeschön an den Vogelmin. Bis dahin, haut rein. Euer Sonnetschi und natürlich auch der. Wo bin man? Siehst du, das nächste, noch langsamer, mach mal das nächste Mal aus, während du vor gesagt.